willkommen bei FH Campus 02 Wandert. Herr Mittermeier von Saubermacher, Karin Madenberger, Studiengangsleiterin, ehemalige Marketing und Sales, und ja, Ursula Haskotziger, Studiengangsleitung seit Mai Marketing und Sales. Herr Mittermeier, Sie begleiten uns ja eigentlich, es ist fast von Beginn an, wann haben Sie wirklich bei uns zum Lernen begonnen? Ja, zum Lernen, das ist jetzt doch schon ja, über 10 Jahre. Länger, Herr Mittermeier, muss das sein, weil ich bin an die FH gekommen 2005 und da haben Sie dann aufgehört, das weiß ich. Sie haben das Semester noch gelehrt. Ach so, ja, da und bei Manfred Schasinger haben Sie gedacht, das ja, weiß ich noch. Da muss das kurz noch die 2000er gewesen sein, ja? Ja, ja. Ja, da war das noch in meiner Zeit, früher bei der Bering Point waren es, genau. Haben Sie bei uns Controlling gemacht? Nein. Also ich bin eigentlich ja durch Zufall, wie es so immer kommt, einmal angefragt worden für einen Impulsvortrag zum Thema Tierkrankheiten. Da haben wir schon gefangen. Das ist bei Ihnen so. Das ist bei ihm so, er redet einmal und dann ist er gefangen. Mhm. Und er hat damals auch immer nach Vortragen gesucht, die auf Englisch vortragen. Und ich war in meiner vorigen Firma war ich nur international unterwegs damals. Okay. Konnte ich noch halbwegs gut auf Englisch vortragen. In der Zwischenzeit brauche ich es nicht mehr sehr oft. Und wie heißt es so schön? Sie das steirische Englisch länger. Ja. Wie heißt es so schön? If you don't use it, you lose it. Ja, das ist bei Spruch tatsächlich so. In diesen Dingen. Ja. Er ist jedenfalls gegangen, wie ich gekommen bin. Ja, ich habe mir gedacht, ob ich das persönlich nehmen muss. Zusammenhanglos, muss ich gestehen. Aber es war eine unglaublich tolle Zeit. Es sind auch einige Kontakte geblieben. Und was ich immer super gefunden habe, war diese Mischung mit den Berufsbegleitenden, aber auch den Vollzeit. Jetzt bin ich ja offensichtlich der dienstälteste Campus-Teilnehmer da mit Ihnen. Wie ist denn Ihr Weg daher gewesen? Ja, der ist bis jetzt recht kurz, nachdem ich erst seit Mai dabei bin. Aber grundsätzlich bin ich schon sehr, sehr lang im Uni- und FH-Sektor unterwegs. Also ich habe es ähnlich wie Sie so auch mit internationaler Karriere, also ich habe so klassisch im Konsumgüter angefangen, bin ein WU-Absolvent, darf man das in Graz sagen, ist schwierig wahrscheinlich. Und habe dann immer international gearbeitet, also ich war in Großbritannien, war in Deutschland und als ich dann wieder zurückgegangen bin, war es mir irgendwie wichtig, was weiterzugeben. Also das verbindet wahrscheinlich die Leute, die irgendwie aus der Industrie kommen, und habe dann angefangen, auf der WU im zweiten Bildungsweg meine Dissertation zu machen und auch zu unterrichten. Und ehrlicherweise hat mir eigentlich das Unterrichten vor allem angesprochen. Ja, und irgendwie, nachdem es mich persönlich sehr in die Steiermark gezogen hat, wieder zurück in die Steiermark gezogen hat, gibt es eigentlich nicht viel Alternativen zur Campus 02, ja. weil man sagt, man möchte den starken Praxisanteil. Man möchte aber auch durchaus das Internationale und den starken Bezug zur Wirtschaft, dann glaube ich, führt fast kein Weg dran vorbei. Und so haben sich unsere Wege getroffen, jetzt vor kurzem. Ja. Und mittlerweile leite ich den Studiengang mit fast 20 Leuten. Wie bist du hergekommen, Karin? Ha, ich sage die Wahrheit. Also ich war ja zuerst Verpackungsindustrie, Mondi, über 10 Jahre, dann bei der Sattler AG Textil, also immer Grundstoffindustrie. Und habe bei Sattler schon mit der Psychotherapieausbildung begonnen, das heißt, ich habe das Probetheutikum gemacht. Und dann habe ich immer schon gesagt, wenn ich das Fachspezifikum mache, ich glaube, da soll ich nicht mehr bei Sattler sein, das passt dann nicht so gut zusammen. Also auch die vielen Dienstreisen und so, geht sich nicht mehr aus. Und dann legt mir am Nikolaustag der Papa von meinem Patenkind stillschweigend, ich habe Wippet gemacht, gell? Stillschweigend so eine Zeitungsannonce hin und sagt, da gehst du hin. Und ich sage, spinnst du, ich habe 15 Jahre. Nichts mehr in der Lehre und gar nichts gemacht, sogar geh hin, bewirb dich. Und ich habe so Angst gehabt, wie ich zum Herrn Hochegger gegangen bin, dass mein Chef dort sitzt. Gell? Und das heißt, du warst noch in einem Dienstverhältnis? Da war ich, ja, natürlich, da war ich noch im Dienstverhältnis. Und
Der erste vom Magister Hochegger, was, der Herr Desmar pfollt es? Nein. So, okay, dann haben wir Schwierige. Und dann hat mein Vorgänger entschieden, also sehr spontan, die FH zu verlassen. Und auf einmal steht der Herr Hochegger von mir und sagt, jetzt machen Sie die Studienrichtung. Pum. Ja, das war relativ strange. Ja, wenn du so lange dabei bist, Karin, da gibt es sicher das eine oder andere, was dir in Erinnerung geblieben ist. Gibt es dir irgendwelche Anekdoten, irgendwas, was passiert ist, was sagst du, da werde ich mich immer daran erinnern? Ja, und zwar war das genau der Übergang von Erhalter von Fachhochschulstudiengängen zur öffentlich finanzierten Fachhochschule der Wirtschaft. Also, und das war das Projekt von Klaus Freidl. Der war damals Vorsitzender von der FHK, von der Österreichischen Fachhochschulkonferenz. Und der hat sich das zum Projekt gemacht, dass er die Erhalter abschafft und dass wirklich nur mehr öffentliche Fachhochschulen gibt. Und ich weiß nicht, unsere Organisation hat sich da geziert, ziemlich. Ich wollte lieber erhalten bleiben. Die wollten lieber Erhalter bleiben. Und das haben die dann, schon wie halt in Österreich schon manchmal auch das politische Spiel läuft, über die Neubeantragung unserer Studiengänge. Die müssen wir alle 5 Jahre erneuern, ja. Und da stand die Erneuerung an und wir haben neue Anträge bei der FHK zum Akkreditieren gehabt. Und die haben uns die nicht genehmigt. Bis es eingereicht war, dass wir de facto auch öffentliche Fachhochschule werden. Also so habe ich das wahrgenommen. Ein Riesentheater, die werden nie vergessen. Das war, ich glaube, das einzige, erste und letzte Mal, wo ich gesehen habe, dass der Magister Hochegger mit dem Zettel obergrenzt ist die Stirn, einer bei uns in die Studienrichtung, Frau Doktor, wir haben's, die Studiengänge können weitergehen. Also das war, glaube ich, 2 Wochen bevor die Studierenden, wir haben schon alle Studierenden zugesagt gehabt, bevor die Studierenden angefangen haben mit dem Studium. Das war eine ziemlich heftige Geschichte. Aber ich rede so viel, Herr Mittermeier. Herr Mittermeier, halt, nachdem Sie vor mir gekommen sind und alles verlassen haben, wie ich, als ich kam, jetzt müssen Sie einmal Ihren Weg erzählen, bitte. Ja, Karin, ich habe einen ungewöhnlichen Weg eigentlich zum Saubermacher gehabt. Ein bisschen, du hast vorher erzählt, wie du auf die Vermittlung von jemand anderen den Weg auf den Campus gefunden hast. Wie habe ich den Weg zum Saubermacher gefunden? Ich bin ja ein studierter Techniker, Telekommunikation und Informatik, zwar irregulärer mit Wirtschaftsingenieur, aber trotzdem auf der Technikseite nichts, was man vermutet als Einstieg im Vertriebsvorstand beim Saubermacher. Und das ist jetzt auch schon 7 Jahre her und bin damals von einem Headhunter angesprochen worden. Es gibt einen Vertriebsvorstandsposten, den habe ich auch persönlich gekannt und er hat gesagt, er hat schon 2 Top-Kandidaten. Die wirklich gut passt. Und er sagt, naja, er macht immer gern, wenn er schon 2 Gute hat, nimmt er gern so einen Enfant terrible. Er schmeißt gern irgendwen rein, einfach auch, um ein bisschen zu sagen, dass er ein anderes Portfolio hat. Und er glaubt, dass ich da eigentlich gut passen würde. Und wie es der Zufall so ist, ich war damals auch gerade privat in so einer Situation, dass ich gesagt habe, nach 20 Jahren im Ausland, immer nur im Flugzeug, ich war ja 4 Monate im Jahr irgendwo auf der Welt immer in meinen Jobs unterwegs, habe ich gesagt, in der nächsten Zeit möchte ich einfach in Österreich auch tätig sein, mit mehr Schwerpunkt. Hintergrund auch, ist ja ganz offen, Scheidung. Ich wollte, dass die Kinder mindestens 1/3 der Zeit bei mir sind. Das lässt sich nicht vereinbaren mit so einem Job. Und haben wir gedacht, naja, ich probiere es halt einmal was. Keine Ahnung, ich habe mich ja nie umgeschaut am Arbeitsmarkt. Ich war immer glücklich in meinem Job, was ich so gemacht habe vorher. Das ist immer die beste Grundvoraussetzung. Genau. Und habe dort dann im Bewerbungsprozess auch in Hans Roth kennengelernt, natürlich, in Gründer, in Saubermacher. Da hat es einfach wirklich gut gepasst von der Chemie. Und dann habe ich mich so richtig reingeschmissen. Und was ich immer habe, ist, wenn ich mich auf Sachen vorbereite, dann mache ich das beim Gehen. Dann mache ich das. Das ist ein guter Bezug heute für da, weil da hat man trotzdem relativ wenig Input. Und wenn man sich viel anliest und schaut mal, und dann fängt diese Kreativphase an, wo dann die Dinge einfach zusammengehen, weil das ist ja doch, wenn man so geht, so ein bisschen automatisierterer Prozess.
Und dort habe ich dann quasi mein Bewerbungskonzept gemacht. Ich habe mir vorher eingelesen in all diesen Dingen und bin ja dann vor der gesamten Kommission vom Aufsichtsrat und Beisitzenden habe ich präsentiert. Und im Endeffekt habe ich dann den Job bekommen. Und dann habe ich irgendwann später einen Hans Roth gefragt. Und er hat gesagt, lieber Herr Roth, erklären Sie mir mal eins. Eigentlich bin ich ja dreifach null. Ich habe mit der Branche nichts zu tun. Ich habe noch nie in Österreich wirklich Kunden und Geschäfte gemacht. Und die Kundenstruktur, dass man ja KMUs, Gemeinden, Gewerbe, das habe ich mein Leben auch noch nie gemacht. Da habe ich gesagt, warum ich? Da habe ich gesagt, was waren denn die anderen Kandidaten? Und dann hat er gesagt, na Herr Mittermeier, glauben Sie mir, wir wissen alles über Abfall. Unsere Kunden kennen wir gut in all diesen Dingen. Aber Sie sagen bei uns auch, dass Sie auf die Leute zugehen können. Mit dem richtigen, aber das Allerwichtigste, alles, was Sie bisher gelernt haben in Ihrem Leben, davon weiß beim Saubermacher gar keiner irgendwas. Und ich glaube, das wird in Zukunft eine große Bedeutung haben. Bist du eh bewusst, was auf dich zukommt? So die nächsten Jährchen an wirklich wunderschöner Aufgabe. Ja, super spannende Aufgaben. Ehrlicherweise, wir sind die größte Studienrichtung Marketing und Sales an der FH. Wir haben über 400 Studenten. Wir haben ja, was Sie vorher so toll angesprochen haben, so diese Mischung aus Vollzeit und berufstätig, weil wir ja beides haben. Und im Master haben wir jetzt zwei berufsbegleitende Studiengänge, genau. Sales Management und Digital Marketing Management Studiengang. Das ist super spannend, super der Wirtschaft angepasst, super den Bedürfnissen der Wirtschaft angepasst. Auf das freue ich mich total. Wir sehen Rekordzahlen, was die Bewerber anbelangt. Das war ja die letzten zwei Jahre schon extrem gut, die Bewerberzahl. Wir sehen jetzt heuer mit dem neuen Master, dass die Bewerberzahl nochmal in die Höhe geschossen ist. Also da kommen auf 25, 30 Plätze, kommen da 120, 130 Bewerber bis jetzt. Also das Im Digital Master. Das wird noch anwachsen. Also da sieht man, da hat man den Puls der Zeit getroffen. Das macht natürlich auch extrem Spaß, mit den Leuten zu arbeiten. Und es ist natürlich auch so, es ist immer das herausfordernd, wo nicht jeder reinkommt. Ich habe da ein ganz schönes Erlebnis. Am Anfang habe ich die Zeitdisziplin noch nicht so gehabt, gell, und habe halt meinen Vortrag vorbereitet und alles gemacht. Die akademische Viertelstunde. Und irgendwann, pünktlichst angefangen, und irgendwann komme ich drauf und schaue auf die Uhr und merke und sage, eigentlich sind wir schon seit 20 Minuten über der Zeit. Und dann habe ich gesagt, das gibt es ja nicht, warum hat denn keiner was gesagt? Oder haben gesagt, wir haben es eh alle gewusst, aber sie waren so enthusiastisch. Wir wollten sie nicht unterbrechen. Ja. So, da sieht man es ja schon. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Nachdem wir schon da sind, würde ich vorschlagen, gehen wir schon rauf, oder? Die letzten Stufen noch. Ein klarer Tag. Schaffen wir noch, oder? Schauen wir ein bisschen von oben auf Graz. Also wenn man gerade hier schaut, Hügel ist der Schlossberg. In der Mitte ein Campus sehen wir leider nicht von da. Ja. Ja, der ist da hinter den Hügel in der grünen Seite. Sind Sie nebenbei auch Touristenführer? Ja, wir haben früher unglaublich viele internationale Gäste da gehabt. Okay. Und da wird man halt irgendwo, wenn man am Schlossberg rauf. Und da war 2003 halt super, wie man dann ein paar Dinge mit der Kulturhauptstadt, wie halt das Friendly Alien gekommen ist und die Erkundeinsel und der Uhrturmschatten. Das war dann schon ganz praktisch, dass man ein bisschen was zum Erzählen kommt. Genau, gut. In den Bereichen. Genau. Aber Graz hat schon, also alle, die immer kommen, sagen, es hat schon unglaublich tolle Lebensqualität. Ja, das ist halt so Grünheit, gell? Das sieht man von da so gut. Mediterrane Stadt ein bisschen in Österreich. Wir haben ja an der FH das ganz spannende System, dass wir sehr stark mit der Wirtschaft verbunden sind und auch so, was ich so noch nie erlebt habe, dass es auch eigene Sponsoren und eigene Captain gibt für so Jahrgänge. Jetzt kann man sie als Captain gewinnen. Was erwarten Sie sich da? Was kommt da auf Sie zu? Oder was wollen Sie den Studenten mitgeben? Wie sehen Sie denn Ihre Rolle als Captain? Ja. Zuerst einmal, ich hoffe auch wieder in der Welt zwischen digital und offline. Die ersten Termine waren ja dank Corona digital. Aber was will man eigentlich, wenn man so einen Captain hat? Ich kann nicht für andere sprechen, aber wir haben doch viele Mitarbeiter
heute im Unternehmen die Studenten und Studentinnen waren. Mhm. Und ich glaube einfach den Jüngeren und den Studenten einfach Dinge mitgeben. Einfach aus der Praxis. Wie ich von der Universität angefangen habe, man kann sich ja so schlecht vorstellen, was kommt da auf mich zu, was heißt Karriere, wie macht man die Dinge, was passiert so, und das ein bisschen entmystifizieren und ein paar praktische Tipps mitgeben, die mir geholfen haben, die ich bekommen habe von guten Freunden und vieles, was ich gelernt habe, und das würde ich gerne weitergeben, gesagt, und eigentlich aus einem großen Eigennutz, weil wir wollen natürlich nur bessere Leute in dem Thema. Das heißt, man muss ja auch in das System ein bisschen Energie reinbringen, wenn man Energie rausnehmen will. Und das ist das, auf was ich mich freue. Und ganz besonders freue ich mich natürlich an dem Tag, wo dann die Sponsionen sind und wenn er sagt, wenn das Team vom Captain dann erfolgreich die Reise bewältigt hat. Das ist so eine schöne Metapher, auf das freue ich mich, wenn die dann so weit sind, dass ihre eigenen Schiffe loslaufen und als Captain ihre eigene berufliche Reise angehen. Das ist so etwas, was mir dann, glaube ich, sehr gefallen wird. Zusammenarbeit zwischen Marketing und Sales bedeutet bei uns: optimale Lösungen für den Kunden finden und sie ihm auch richtig kommunizieren. Ja, bedeutet bei uns die Zukunft, weil ohne die Zusammenarbeit geht es nicht. Ich glaube, das haben die Firmen schon erkannt. Es gibt nicht mehr dieses, wir sind Marketeers und wir sind Sales-Leute, sondern das muss beides zusammengehen, weil sonst klappt das nicht. Der Kunde denkt auch nicht in Marketing und Sales und dementsprechend ist das für uns eigentlich gang und gäbe und funktioniert gut. Ich sage nur enger zusammenfließend im Sinne des Kunden. Zur Digitalisierung fällt mir ein, dass es sie bald nicht mehr geben wird. Wir reden ja heute auch nicht mehr von Elektrifizierung. Ja, dem schließe ich mich an. Das ist jetzt ein Thema, das wir wahrscheinlich in 10 Jahren so nicht mehr diskutieren werden, weil es einfach da ist. Jedes Programm hat ein Mensch geschrieben. Und dazu gehört dann auch wirklich Ethik und Datenschutz. Vor 10 Jahren dachte ich, heute weiß ich. Puh, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Was habe ich vor 10 Jahren gedacht? Vor 10 Jahren dachte ich, das weiß ich nicht mehr. Vor 10 Jahren dachte ich, schneller, höher, weiter, vor allem schneller. Heute weiß ich, wenn du es eilig hast, dann gehe langsam. Vor 10 Jahren habe ich mir gedacht, ich werde an der Studienrichtung in Pension gehen. Aber wie das Leben so ist, alles ist in Bewegung und im Fluss. Mein bestes, unnützes Talent. Puh, ich glaube, ich habe gar keins, weil ich habe alle meine paar kleinen Talente zusammenkratzen müssen, um dorthin zu kommen. Also mein bestes Talent ist, dass ich jedes Talent, das ich gekriegt habe, irgendwie ausgenutzt habe. Das ist schön. Und ich habe das Gefühl, ich habe ganz viele unnütze Talente. Ich bin der Trivial Pursuit Kaiser, vor allem was diese Kategorie des Binkensteins ist. Ihr kennt es vielleicht. Das ist so dieses unnütze Wissen. Wer ist mit wem verheiratet? Wer spielt welche Filmrolle wo? Und ich kann mir ganz gut Dinge merken wie so ein Elefant. Ich kenne alle Liedtexte von meinen Lieblingsbands auswendig, bis auf die Betonung des Beistrichs. Das braucht man total oft, ich sage es euch. Das ist total wichtig. Naja, du kennst es. Ili Fich, Karla Fan, Fili Fil, Neu, was? Neu? Fädler. Ich war ein Weltmeister als Kind in dieser Sprache. Und das ist nicht unnütz, aber ich bin ja umgeschulte Linkshänderin und ich schreibe original mit der linken Hand von rechts nach links in Linksschrift, also in Spielschrift eigentlich. Und hat mir in den Verhandlungen, Vertriebsverhandlungen, voll immer geholfen. Cool. Energie verschafft mir meine 3 Ks: Kochen, Klettern und Kinder.
Musik, Musik, Musik und der Austausch mit Studierenden und Lehre. Ich bin nach Lehre immer super gehypt, Dopamin ist immer ganz hoch oben. Wenn ich aus der Lehre komme, es bringt mir total viel, ganz viel Energie. Ah, ich habe keine drei Kinder, aber drei so große Störe im Teich. Also unsere Teiche, die Natur. Und dann wirklich mit lieben Menschen einfach nur im Kaffeehaus sitzen oder gemütlich daheim und quatschen. Das tut man.